Wenn wir im Kindergarten Gottesdienst feiern, dann sitzt ihr hier normalerweise im Kreis. Das geht im Moment nicht. Aber wir haben gedacht, wir bringen den Gottesdienst zu euch nach Hause. Und immerhin, eure Schuhe sind da. Erkennt ihr sie? Erkennt jemand seine Schuhe hier stehen? Ihr könnt nicht da sein, aber wir bringen den Gottesdienst zu euch nach Hause. Den Gottesdienst, den wir sonst auch hier im Kindergarten mit euch feiern. Er geht genauso. Und am Anfang, das wisst ihr, am Anfang kommt die Glocke. Am Anfang, ganz am Anfang, als alles noch dunkel war, da sprach Gott, es werde Licht. Und es ward Licht. Die Kerze der roten Gruppe. Die Kerze der Krippengruppe. Die Kerze der gelben Gruppe. Und die Kerze der blauen Gruppe. Am Anfang, als alles noch mucksmäuschenstill war, da sprach Gott das allererste Wort. Das Wort wurde lebendig. Und als es Zeit war, kam Gott zu uns. Er wurde einer von uns. Er wurde Mensch. Jesus Christus. Wir sind versammelt um Gottes Licht, Wort und Kreuz und feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Wir singen und ihr macht mit. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt mit seiner Hand, er hält die Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand, er hält auch dich und mich. Er hält die Mamas und die Papas in seiner Hand. Er hält die Mamas und die Papas in seiner Hand. Er hält die Mamas und die Papas in seiner Hand. Er hält die Mamas und die Papas in seiner Hand. Er hält die Welt in seiner Hand. In diesem Gottesdienst eine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kennt ihr sie schon, es ist die Geschichte von Jona. Aber seht und hört selbst. Aus der Bibel die Geschichte von Jona. Das Wort Gottes kam zu Jona. Auf,
geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg. Aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor Gott nach Tarschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein. So glaubte er, Gott aus den Augen zu kommen. Doch Gott ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker, dass man dachte, gleich bricht das Schiff auseinander. In ihrer Todesangst schrien die Matrosen um Hilfe. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu Gott. Inzwischen sagten die Matrosen zueinander, auf, lass uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte Jona zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Aber die Männer wollten das nicht tun. Sie versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Sie schafften es aber nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zu Gott und beteten. Und dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu tun. Gott aber schickte einen großen Fisch, der verschlang den Jona. Drei Tage und Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fisches betete Jona zu Gott. Und da befahl Gott dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. Das Wort Gottes kam zu Jona zum zweiten Mal. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal aber folgte er also dem Wort Gottes. Jona wanderte in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Und überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren
und seine Hände von der Gewalttat lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott, er sah, was die Leute taten. Sie kehrten tatsächlich um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Jona betete zu Gott und sagte: Ach Gott, genau das habe ich mir schon gedacht. Du bist unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Gott aber fragte: Sollte Ninive mir etwa nicht leid tun? Die große Stadt? In ihr leben mehr als 120.000 Menschen, die nicht wissen, was links und was rechts ist. Und dazu viele Tiere. Sollte es mir nicht leid tun? Das war die Geschichte von Jona. Zum Schluss des Gottesdienstes machen wir es wie immer. Wir beten das Vaterunser und stellen uns unter den Segen Gottes. Beim Vaterunser sage ich einen Satz und mache eine Bewegung vor und dann macht ihr es einfach nach. Wir beten. Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Wie im Himmel. So auf Erden. So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft. Und die Kraft. Und die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Das ist mein Licht. Ich schütze mein Licht. Ich nehme es mit auf meinen Wegen. Ich schöpfe aus der Quelle, bin frei wie ein Vogel, behütet von Gott. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf allen Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um mit deinem Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich. Wir machen, was wir singen, und da könnt ihr zu Hause auch mitmachen. Zuerst mal gehen wir alle auf der Stelle. Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich. Fröhlich gehe ich, er begleitet mich. Fröhlich klatsche ich. Fröhlich klatsche ich, denn der Herr segnet mich. Fröhlich klatsche ich, er begleitet mich. Fröhlich tanz
das bindet dich. Fröhlich winke ich, er begleitet dich. Tschüss, ihr alle, bis wir uns wiedersehen. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.